zum ersten Talk. Wenn ich mich so an mein Studium zurückerinnere, dann erinnere ich mich vor allem besonders gerne tatsächlich an unser Studiradio, weil ich dort wahnsinnig viel gelernt habe, weil ich dort gemerkt habe, was ich eigentlich beruflich machen will, weil ich spannende Menschen kennengelernt habe und weil ich zum ersten Mal wirklich auch auf Menschen getroffen habe, die so ähnlich oder getroffen bin, die so ähnlich getickt haben wie ich, also die das genauso toll fanden, in einem stickigen Raum zu sitzen, zu jeder Tages- und Nachtzeit, um über Themen zu diskutieren, Beiträge zu schneiden und einfach, ja, miteinander über das Weltgeschehen zu diskutieren. Und genau solche Räume, solche Initiativen sind wahnsinnig wichtig, aber es gibt einfach zu wenige von ihnen. War schon vor Corona so und ist jetzt natürlich nicht besser geworden. Das heißt also, an den Unis gibt es wahnsinnig viel ungenutztes Potenzial. Und damit kommen wir jetzt zum nächsten Talk oder zum ersten Talk auf der Hauptbühne. Der Campus als Inkubator für berufliches und persönliches Wachstum durch studentische Initiativen. Und vorgestellt wird es, Sie stehen tatsächlich schon in der richtigen Reihenfolge wie auf meinem Zettel, Paulina Schmitz, Viktoria Andros und Esna Memovic. Ja, ein Applaus. Sie haben auf jeden Fall schon mal was gemeinsam. Sie stehen zusammen auf der Bühne hier, aber Sie studieren auch alle in Frankfurt an der Goethe-Universität und sind dort beim Tech Academy e.V. Das ist eine studentische Initiative mit einem 40-köpfigen Team und Sie bringen dort Mitstudierenden das Coden bei. War das soweit richtig? Gut. Ich stelle euch aber auch noch einzeln vor. Paulina Schmitz studiert Wirtschaftswissenschaften und hat in diesem Jahr eine große Tech-Konferenz mitorganisiert, die das Ziel hat, die Digitalbildung in Deutschland zu verbessern. Und ihre Schwerpunkte sind Marketing und Projektmanagement. Viktoria Andros studiert auch Wirtschaftswissenschaften und war auch Mitorganisatorin der Tech-Konferenz. Außerdem arbeitet sie als studentische Hilfskraft am Lehrstuhl für Rechnungswesen und ihre Themen sind Community Building, Event Management und Digitalbildung. Und Esna Memovic studiert im Master Management in Frankfurt und ist Vorstandsmitglied der Tech Academy. Außerdem sind seine Themen People und Organizational Development, Strategie und Business Development. Und bevor ihr jetzt loslegt, würde ich gerne noch mal sagen, bitte stellen Sie wirklich Fragen, also über den Chat, über das Q&A-Tool. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn es nachher Fragen gibt, die ich euch dann stellen kann. Genau. Vielen Dank. Bitte schön. Perfekt. Vielen Dank. Das war mein Fehler. Müsste jetzt passen, oder? Sehr gut. Das war tatsächlich die perfekte Einführung. Und zwar von uns auch nochmal, hey, voll cool, dass wir dabei sein können und euch unsere Learnings teilen können aus mittlerweile 4 Jahren, die wir bei Tech Academy verbracht haben, wo wir super viele verschiedene Projekte und Konferenzen auf die Beine gestellt haben. Das Thema ist ein ganz zentrales, gesellschaftlich relevantes und eigentlich für alle Menschen in diesem Land. Und zwar geht es darum, wie wir es eigentlich hinkriegen können, die Talente, die an Deutschlands Universitäten So ist es besser. Ich hoffe, das ist auch okay. Das Thema ist ein ganz zentrales, und zwar geht es darum, wie kriegen wir es hin, die Talente, die an Deutschlands Universitäten rumlaufen, zum einen zu entdecken und zum anderen auch richtig zu fördern. Das ist eine Challenge, die gar nicht so offensichtlich zu bewältigen ist. Und bevor wir da aber thematisch einsteigen, hätte ich eine zentrale Frage an euch. Und zwar ist es so ein bisschen die Grundlage für das Ganze. Mich würde mal von euch interessieren, was war eigentlich so die eine Sache, die euch in eurer Studienzeit am meisten vorangebracht hat? Denkt entweder gerne einmal zurück oder wenn ihr gerade noch studiert, überlegt auch mal, was hat euch super viel weitergeholfen und was hat euch beruflich und persönlich am meisten vorangebracht? Wir reden super viel über diese Frage in unserem Netzwerk mit Leuten aus verschiedenen Fachbereichen, von anderen Universitäten und das Stimmungsbild ist immer sehr, sehr ähnlich. Es gibt manche, die sagen, dass das, was sie im innerakademischen Kontext gemacht haben, sehr viel weitergebracht, dass sie das sehr viel weitergebracht hat, eine gewisse Vorlesung, die sie besucht haben, ein Auslandssemester, irgendwie sowas in die Richtung. Die riesengroße Mehrheit allerdings sagt, dass das, was sie neben der Uni gemacht haben, ihnen am meisten geholfen hat. Und das kann Job sein, kann Praktikum sein, oder sowas wie das heute hier, wo sich ganz, ganz viele Studenten mit dran beteiligen. Und wenn man das jetzt annimmt, dass das der Hauptpunkt ist, wie Menschen oder wie Studenten ihre Potenziale ausleben können, ergeben sich daraus völlig neue Implikationen für Universitäten.
Denn es geht auf einmal nicht mehr darum, eine exzellente Lehre zu haben, die renommiertesten Professoren und so weiter, sondern es geht darum, was können wir als Hochschule anbieten, was die Studenten neben ihrem eigentlichen Studium machen können. Und das ist eine Frage, die auch nicht so offensichtlich zu beantworten ist. Das ist auch kein neues Thema, darüber denkt man schon sehr lange nach. Und so wirklich auf eine gute Antwort ist man noch nicht gekommen. Da kommt tatsächlich wir ins Spiel, weil wir uns sehr viel damit beschäftigt haben, sehr viel lernen konnten und für uns sehr klar ist, um das Beste aus den Talenten an den deutschen Unis herauszuholen, braucht es eine florierende studentische Initiativenlandschaft. Das Ganze wollen wir aus zwei Perspektiven begründen, zum einen aus der Perspektive der Studenten. Und da kann man sich jetzt die Frage stellen, warum soll ich eine studentische Initiative, passt doch alles. Zwei Punkte, die dort sehr, sehr, sehr wichtig sind. Zum einen sind es die Menschen, mit denen man zusammenkommt. Das ist auch etwas, was sehr häufig genannt wird, dass man viel von den Menschen gelernt hat, die man im Studium kennengelernt hat, Mitstudierende, teilweise auch gewisse Professoren, die man in diesem Kontext kennengelernt hat. Und in studentischen Initiativen sind eben super engagierte und motivierte Leute. Das heißt, wenn man selbst einen gewissen Ehrgeiz hat, gewisse Ambitionen, ist das der Ort, wo man Gleichgesinnte findet. Zum einen. Zum anderen kommt man aber auch thematisch zusammen. Denn jeder hat seinen gewissen Schwerpunkt und innerhalb von derselben, vom selben Studiengang findet man nicht immer die Leute, die sich für die ähnlichen Themen begeistern, weil es ja doch sehr, sehr vielfältig ist. Und in studentischen Initiativen haben wir quasi selbst organisiert oder einen Mechanismus, der dafür sorgt, dass man Menschen zusammenbringt mit ähnlichen Interessen. Und der zweite Punkt, man stellt was Eigenes auf die Beine. Das ist super, super wichtig. Dann nehmen wir mal an, jemand studiert ganz normal seine 6, 7, 8 Semester und hat parallel nicht so viel anderes gemacht. Das ist gut und das bringt einem super, super viel. Allerdings ist man nicht sehr weit über gewisse Erfolge hinausgekommen, wie dass man Klausuren geschrieben hat, Präsentationen gehalten hat und Hausarbeiten geschrieben hat. Und in der studentischen Initiative kann man einfach super viele Sachen selbst auf die Beine stellen. Eigene Projekte, eigene Programme, Riesenkonferenzen, wozu wir gleich auch noch ein bisschen was hören werden, und kann da einfach eigene Verantwortung übernehmen. Dann auf einmal geht es nicht mehr nur um sich selbst, um seine eigene Klausur, die man schreibt, sondern es geht darum, dass man sich Menschen verpflichtet hat, externen Partnern, Unternehmenspartnern, dem Hochschulforum für Digitalisierung, wenn man sagt, man kommt hierher und hält eine Keynote beispielsweise. Und genau, das ist so die erste Perspektive aus Sicht der Studenten. Gerne das. Die nächste Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, warum sollten sich Universitäten überhaupt dem Ganzen annehmen? Warum sollten sie Initiativen priorisieren? Sie erfüllen ja eigentlich auch schon ihren Lehrauftrag. Ganz klar ist, durch das Fördern der Initiativen kommt der Campus zum Leben. Die Studenten versammeln sich örtlich an einem Punkt. Sie sind generell mehr bei der Sache, weil sie an den Themen, die sie bereits in Vorlesungen, in Modulen behandelt haben, dran sitzen und einfach generell mehr bei der Sache sind. Der zweite Punkt ist, dass die studentischen Initiativen als positives Aushängeschild für die Universitäten angesehen werden können. Hierzu haben wir zwei Beispiele. Einmal, dass Auszeichnungen gewonnen wurden, zum Beispiel von Tech Labs in Mannheim. Die haben 2018 die Google Impact Challenge gewonnen. Das ist ein weltweiter Contest, der von Google ausgeschrieben wurde und dann eben an die Uni Mannheim zurückgeführt wurde. Des Weiteren sind wir selber als Tech Academy letztes Jahr Studenten des Jahres geworden. Das ist ein Preis, der eigentlich nur an Einzelpersonen vergeben wird. Und beides sind, wenn man das so sagen kann, wirklich krasse Auszeichnungen. Dadurch geraten die Universitäten wiederum positiv in die Presse. Es wird über sie geredet, sie werden in Kontakt gebracht mit externen Förderern und es wird über sie gesprochen. Der letzte Punkt ist, dass die Studenten Projekte entwickeln, die der Universität zugutekommen. Und alles in allem diese wieder fördern. Unsere optimale Vision von einem Campus sieht dann folgendermaßen aus. Die Studenten stellen bewegende Projekte auf die Beine, in denen sie sich einbringen können, in denen sie sich weiterbilden können. Einige Beispiele hierfür sind unser eigenes Tech Academy Programm an der Goethe-Universität in Frankfurt, wo wir jedes Semester über 100 Studenten das Programmieren und Coden beibringen. Außerdem sind dieses Jahr haben parallel stattgefunden einmal die Goethe Entrepreneurship Conference mit über 600 Teilnehmern aus ganz Deutschland, aus den größten Startups und außerdem unsere eigene jährlich stattfindende Tech Conference, wo wir über 1000 Teilnehmer haben, C-Level-Speaker aus der ganzen Welt, Unternehmen wie Google, Facebook, Microsoft.
all diese Personen versammeln sich dann in den Räumen an der Universität, an denen wir kurz vorher noch unseren Vorlesungen gelauscht haben und dann sehr schnell auch wieder abgezogen sind. Genau. Durch die Entfaltung dieser Interessen werden einfachere Einstiegsmöglichkeiten gebildet für die Studenten, sei das jetzt in Berufs- oder in Forschungszweige, da die Initiativen eine Anlaufstelle für Nischeninteressen, für verbreitete Interessen darstellen. Das kann sein Gründung, Tech oder Marketing etc. Alles in allem wird der Campus so zu einem Ort der Motivation, des Wachstums und der Freundschaft. Okay, aber wie erreichen wir das? Also wie erreichen wir, dass der Campus als berufliches und persönliches Wachstum werden kann? Dafür möchten wir Änderungsvorschläge aus drei Perspektiven vorstellen. Einmal gehen wir auf die Ebene Universität und Verwaltung ein, dann Professoren und Lehrenden und zum Schluss wenden wir uns an die Studierenden. Diese Änderungsvorschläge zeigen nicht erst in 10 Jahren irgendwelche Ergebnisse, sondern können schon morgen einen großen Impact schaffen. Es braucht auch keine Überschüttung mit Geld, sondern beispielsweise jemand von der Universität oder auch von den Professoren, der sich Zeit nimmt für einen direkten Austausch mit den studentischen Initiativen. Aber gut, beginnen wir damit, wie die Universität und die Verwaltung helfen kann. Lassen Sie uns ein Team einführen, ein Team aus 3 bis 5 Mitarbeiterinnen, je nachdem wie groß die Universität ist, bestehend aus Universitätsangestellten und Hiwis. Ein Team einzig für studentische Initiativen, die eine klare Vision und eine Strategie ausarbeiten und versuchen, sich in die studentischen Initiativen hineinzuversetzen. Dieses Team kann beispielsweise auch beim Career Service mit eingegliedert sein. Wir selber von Tech Academy konnten einen engen Kontakt zu einem Mitarbeiter vom Career Service knüpfen, der uns unterstützt hat mit seinen Verbesserungsvorschlägen oder auch mit seinen Kontakten zu Unternehmen oder Personen, die für uns interessant sein könnten. Und dieses Team kann beispielsweise bei dem Marketing und der Vernetzung von der Universität unterstützen. Innerhalb der Universität, vor allem durch die Kontakte zu anderen Fachbereichen. Beispielsweise denken viele, dass Tech Academy nur was für Wirtschaftswissenschaftler oder Informatiker ist. Dabei bietet Tech Academy jedem Studenten aus jedem Fachbereich erste Coding Skills aufzubauen, weil diese Coding Skills jedem später im Beruf helfen können. Und ein weiterer Punkt wäre, dass die Unis eine Infrastruktur zur Verfügung stellen müssten. Also vor allem eine unkomplizierte, also Räumlichkeiten vor Ort am Campus, wo die Initiativen sich treffen können und zusammen an Projekten arbeiten können. Tech Academy ist zwar eine digitale Initiative, doch Communities, Gemeinschaftsbildung funktionieren dann am Ende doch offline am besten. Aber natürlich sollten auch digitale Räume bereitgestellt werden. Damit ist beispielsweise gemeint der Zugang zu Tools von Microsoft oder ähnlichen Anbietern. Ein digitaler Arbeitsort, wo die Initiativen ihre Dokumente sammeln können und auch online weiter an den Projekten arbeiten können. Das Tolle ist, die Unis müssen dafür jetzt nicht irgendwie einen neuen digitalen Arbeitsort erschaffen, da es genug Anbieter gibt, die solche Pakete mit den entsprechenden Tools bereitstellen. Aber wieso steht jetzt auf der Folie eine kleine Investition mit großem Mehrwert? Wenn wir uns den finanziellen Aspekt anschauen, dann erkennen wir, dass die Kosten von so einem Team sich nicht auf hohe Kosten belaufen. Lassen Sie uns eine Rechnung durchführen. Wie viel kostet so ein Team? Ein Vollzeit-Universitätsangestellter verdient durchschnittlich pro Jahr 45.000 Euro, je nachdem, wo an welcher Uni. Und eine Hiwi-Angestellte verdient bei 20 Wochenstunden ungefähr 10.000 Euro im Jahr. Und wenn man wirklich ein Team zusammenstellt aus 5 Personen, dann belaufen sich von diesem Team vielleicht auf 120.000 Euro. Und im Vergleich zum Jahresetat der Goethe-Universität, welches fast 715 Millionen Euro beträgt mit einem Drittmittel von 212 Millionen Euro, sind diese 120.000 Euro fast gar nichts. Aber der Umsatz, der Nutzen dieser Investition ist immens. Wird dieses Team eingeführt, dann unterstützen die Unis die Initiativen dazu, unglaubliche Projekte auf die Beine zu stellen und Auszeichnungen zu gewinnen. Also Pauline hat ja auch eben ein paar Beispiele genannt, eindrucksvolle Beispiele, was Initiativen erreichen können.
Und ein Learning, welches wir auch zum Beispiel mitnehmen konnten, ist, dass ohne die Unterstützung von dem Mitarbeiter des Career Service, ohne seine Guidance, ohne seine Kontakte, hätten wir auch die letzten Jahre auch vielleicht auch gar nicht so erfolgreiche Tech-Conferences durchführen können. Es ist eine kleine Investition, aber der Impact ist immens. Okay, kommen wir zur zweiten Ebene, den Professoren und Lehrenden. Die haben wir einmal in zwei Personas aufgeteilt. Die erste sind diejenigen Professoren, die sich wirklich rein ihrer wissenschaftlichen Forschungsarbeit hingeben wollen. Die ansonsten sagen, mit dem Rest wollen wir eigentlich nicht so viel zu tun haben. Sie erfüllen ihren Lehrauftrag und forschen weiter. Hier können wir sagen, allein mit einem 30-minütigen Aufwand pro Semester kann man einen riesen Impact hervorheben. Dieser Impact ist vor allem wichtig durch Werben, dass die Initiativen vorgestellt werden oder das im besten Fall auch selber tun. Wir selber besuchen jedes Semester ungefähr 20 bis 30 Vorlesungen, in denen wir uns vorstellen und den Studenten kurz mit an die Hand geben, was wir machen. Dadurch erreicht man durch ein einmaliges Event schon direkt eine riesige Hörerschaft von 600, 700 Personen, die dann vielleicht auch wieder darauf aufmerksam gemacht werden, was sie interessieren könnte. Außerdem können Professoren natürlich auch noch Forschungsergebnisse teilen oder eben Zugang zu solchen Ergebnissen verschaffen und, wenn sie möchten, Talente fördern. Die zweite Gruppe aber hingegen, an die wir uns richten, sind diejenigen Professoren, die darüber hinaus sagen, sie möchten sich gerne einer Herzensinitiative annehmen und diese unterstützen. Der wichtigste Punkt hierbei ist das Mentoring. Die Initiativen, wir alle, wir möchten mit Professoren zusammenarbeiten, wir möchten diesen Austausch. Die Professoren sind dabei hauptsächlich als Berater, als Begleiter und Unterstützer eben zuständig. Es wird sich ausgetauscht, sie sitzen nah an den Projekten dran, können ihre eigenen Erfahrungen mit einbringen, wodurch die Initiativen an Know-how gewinnen, up-to-date bleiben und eben immer so eine begleitende Hand dabei haben. Der zweite Punkt ist das Nutzen eines Netzwerks, sei es jetzt für Sie als Professor selber auf Events, die Initiativen ausrichten, wie zum Beispiel Conferences oder Ähnlichen, aber eben auch, dass Sie die Initiativen mit weiteren Persönlichkeiten, Wissenschaftlern, Professoren, Dozenten vernetzen, sodass die wiederum Zugang zu mehr Informationen, zu mehr Leuten und Möglichkeiten bekommen. Der letzte Punkt ist die praktische Umsetzung der Vorlesungsinhalte. Gemeint ist damit, dass das theoretische Wissen, was in einer Vorlesung vermittelt wird, in Initiativen oft praktisch angewandt wird. Wir haben Projekte wie eben jetzt Tech zum Beispiel, an denen die Studenten dann direkt arbeiten können. Dadurch sind sie mehr an dem Wissen dran, das sie vorher vermittelt bekommen haben, bauen ein fundiertes Verständnis dafür aus und es wirkt sich natürlich wiederum positiv auf den Lehrstuhl aus. Sei das jetzt in Klausurergebnissen oder generell in einer Anerkennung für den Lehrstuhl. Für uns besonders war eine riesige Hilfe Professor Skera, der sich neben seiner wirklich großen Forschungsarbeit immer wieder uns angenommen hat, uns geholfen hat, zur Seite gestanden hat und dies auch immer noch tut und uns so eben sehr, sehr viele Sachen ermöglicht hat. Ja. Kommen wir zu der dritten und wahrscheinlich wichtigsten Ebene, denn der Support ist super wichtig, das, was Paulina und Victoria erwähnt haben, hat uns super viel weitergebracht. Im Endeffekt geht es allerdings um die Umsetzung und die liegt bei uns, die liegt bei den Studenten selbst, selbstverständlich in studentischen Initiativen. Und da haben wir zwei erfolgskritische Faktoren herausgearbeitet und mit sehr viel Mühe und sehr vielen Fehlern, die wir auf dem Weg auch gemacht haben, haben sich zwei erfolgskritische Faktoren ergeben, die wir gerne mit euch teilen würden. Punkt 1, lasst uns die Initiativen professionalisieren. Was heißt das konkret? Das fängt schon im Kern an bei der Frage, wer wir überhaupt sind und was wir sein wollen. Was ist unsere Vision, was wollen wir erreichen? Das ist tatsächlich etwas, was grundlegend ist, denn nicht jede Initiative soll oder kann denselben Fokus haben. Und da kann man sich sehr gut, kann man viel über die Frage diskutieren. Denn es gibt super viele Initiativen, die beispielsweise sagen, okay, wir nehmen das Ganze nicht so ernst, unser Fokus liegt mehr auf der Community, dass wir eine coole Gemeinschaft sind. Und auf der anderen Seite gibt es einige Initiativen, die super, super professionell laufen, die eigentlich das Ziel haben, daraus irgendwie ein Unternehmen zu gründen. Und da ist die Frage, wo steht man da dazwischen? Wie positionieren wir uns da? Und vor allem, was wollen wir ausleben? Hier ein kleines Beispiel, wie wir das bei Tech Academy machen. Das ist ein Beispiel, das muss nicht so sein. Wir kennen auch super viele andere Initiativen, die da ein bisschen anders vorgehen und erfolgreich sind. Wir haben uns
sehr viel mit der Frage beschäftigt, was unsere Vision ist, haben uns alle zusammengesetzt, immer wieder gegenseitig gechallenged und Feedback gegeben und sind dann mit einer großen Vision für Tech Academy zusammengekommen. Und daraus haben sich dann unsere strategischen Prioritäten abgeleitet, die wir immer wieder im Blick haben, die wir Semester für Semester auch hinterfragen, die allerdings jedem bewusst sind, sodass man weiß, in welche Richtung man steuern will. Dementsprechend auch ist eine langfristige strategische Planung wichtig. Quasi nicht nur von Semester zu Semester zu denken, das war ein großer Fehler, den wir zu Beginn gemacht haben, der vielleicht auch naheliegend ist, aber um Kontinuität reinzubringen, braucht man ein langfristiges Management in die Richtung. Dann ein weiterer Punkt, der sehr eng daran gekoppelt ist, man braucht eine klare DNA und eine sehr gute Arbeitskultur in dem Kernteam, in dem Orga-Team von Initiativen. Und das liegt einfach daran, dass die Leute nichts verdienen. Das ist ehrenamtlich. Und dann stellt sich die Frage zwangsläufig, warum sollten die Leute das denn machen? Warum sollen die da Zeit und Energie reinstecken? Und dementsprechend braucht man eine richtig gute Kultur, eine bewusste Kultur vor allen Dingen, die man zusammen erarbeitet und nach der man auch strebt. Beispielsweise das Leadership-Team von Tech Academy verbringt mindestens 50-60% ihrer Zeit mit diesen Themen, mit Personalentwicklung, mit Motivation. Hey, ist eigentlich der zwischenmenschliche Austausch, ist der noch da oder fühlt sich mittlerweile an wie ein zweiter Werkstudentenjob? Das ist eine sehr feine Linie, derer man sich bewusst sein muss und woran man auch aktiv mitarbeiten muss, um eben die ganze Organisation in die richtige Richtung zu steuern. Und der dritte Punkt, wir haben es Kunde-Produkt-Mentalität genannt. Was heißt das? Ein Verein ist gar nicht so viel anders als ein Unternehmen im Kern. Denn was hat man als Verein? Man schafft gewisse Angebote für Menschen, die ihre Zeit und ihre Ressourcen dort reinstecken sollen. Und uns hat es sehr viel geholfen, diese Angebote so zu sehen, als dass wir als Initiative ein eigenes Produkt haben, Menschen ein Angebot schaffen und das auch kontinuierlich verbessern wollen. Und wir haben uns dann nochmal die Frage gestellt, ey, es sind jetzt nicht so viele Leute gekommen, klar kann man jetzt sagen, oh, das Interesse ist nicht so groß, aber das ist die falsche Herangehensweise. Die richtige Herangehensweise ist, dass man bei sich anfängt und überhaupt fragt, ey, hättet ihr überhaupt Lust, hierher zu kommen? Ist unser Angebot gut? Ist unser Produkt gut? Uns hat es beispielsweise geholfen, uns neu zu strukturieren. Wir arbeiten in drei Produktteams für die drei Sachen, die wir bei Tech Academy anbieten und arbeiten dort kontinuierlich daran, indem wir im Austausch sind mit den Teilnehmern, mit unseren Mitgliedern, mit externen Stakeholdern und darauf eben den Fokus setzen, dass man gute Angebote als Verein schafft. Das Zentrale oder ich würde sogar sagen das Fundament von dem Ganzen ist allerdings ein anderer Punkt, und das ist das Thema Community und Community Building. Ich glaube, es gibt kaum ein Thema, worüber so viel diskutiert wird und wo jeder eine eigene Meinung hat und jeder versucht, irgendwie eine Community aufzubauen und dort eben engagierte Leute zusammenzubringen. Wir glauben, dass es überkompliziert dargestellt wird. Community ist relativ simpel. Es braucht keine geniale strategische Kommunikation oder irgendwas in diese Richtung. Eine Community ist im Kern Menschen, die gerne Zeit miteinander verbringen. So, und da muss man jetzt auch drüber nachdenken, wie kriegt man das denn hin, dass man so einen Ort schafft, so eine Plattform, wo Menschen eben gerne Zeit miteinander verbringen. Und unsere These ist ganz klar, das, was ausschlaggebend dafür ist, eine gute, eine starke Community zu haben, ist ein geteilter zwischenmenschlicher Spirit. Das klingt ein bisschen nach einem Buzzword und nach esoterischem Quatsch, aber wenn wir mal dahinter blicken, wird es relativ offensichtlich, was wir damit meinen. Und zwar fragt doch einfach mal rum bei euch in der Organisation, hey, wieso investierst du eigentlich gerne deine Zeit hier rein? Wieso gehst du jede Woche nach der Arbeit, nach der Uni nochmal für ein paar Stunden abends hierher und verbringst die Zeit mit uns? Und dass man darüber ein bisschen diskutiert und sich diese Frage stellt, was ist eigentlich dieser Spirit, der uns vereint? Das können gemeinsame Interessen sein. Gemeinsame Konzepte, Ideen, hinter die man steht. Es kann aber auch einfach sein, dass man die Leute cool findet oder die Charaktereigenschaften von den Leuten super cool findet, mit denen man dort Zeit verbringt. Und das muss ganz unbedingt ganz nach oben auf die Prio auf die Agenda von jedem Leadership-Team von einer studentischen Organisation, nämlich was ist unsere Community, was macht sie aus und wie können wir diesen Spirit überhaupt erstmal erkennen, denn künstlich herstellen kann man ihn schon mal gar nicht. Wie können wir diesen herausarbeiten und unser Angebot und unsere Initiative darum herum
aufbauen und dementsprechend auch voranbringen. Das war's vom Input von unserer Seite. Wir sind super offen für Austausch. Schreibt uns ganz gerne. Ihr könnt uns auf LinkedIn kontaktieren oder auch einfach hier vor Ort oder im Chat. Denn für uns ist auch, wir sind auch noch in der Lernphase und dementsprechend sind wir sehr, sehr dankbar für jeden Input. Lasst uns dazu austauschen. Und wenn nicht, findet ihr auf dem Online-Stand noch ein paar Infos zu Tech Academy und zu uns. Ja, sehr schön. Tatsächlich ist meine Info noch 5 Minuten genau damit übereingegangen, dass du gesagt hast, so, das war's jetzt. Also was für ein Timing, Wahnsinn. Genau, und es gibt hier auch eine Frage. Genau, die erste Frage wäre, nicht alle Studierenden können fachlich eine solche Professionalisierung leisten. Was heißt denn jetzt LK? LK auch nur Businessmenschen. So, jetzt stehe ich auf der Leitung. Wie können das auch andere? Ich stelle erst die andere Frage. Vielleicht können wir das bis dahin klären, was die Abkürzung ist. Inwieweit spielt Nachhaltigkeit bei euch eine Rolle? Ich nehme mal an, damit ist gemeint bei Tech Academy an sich richtig. Ja, ich nehme mich mal an. Nachhaltigkeit. Naja, also wir haben ja jedes Semester 100 Teilnehmer in unserem Semesterprogramm und da geht es natürlich auch darum zu sehen, was sind die Interessen, das was ich eben erwähnt habe, Kunde-Produkt-Mentalität, was sind die Interessen von den Teilnehmern und gefühlt sagen 80-90% der Leute, dass Nachhaltigkeit einer der größten Themen sind und dementsprechend fokussieren wir aktuell tatsächlich die Themen unserer Workshops, die wir mit Unternehmenspartnern halten, auf das Thema IT-Sustainability. Das heißt, wir fragen gezielt diese Bereiche von den Unternehmen an und fragen, okay, Tech hat so viele neue Möglichkeiten, die sich ergeben, wie nutzt ihr das eigentlich für Sustainability? Dementsprechend eine sehr große Rolle, selbstverständlich. Und was wir konkret machen, sind die Workshops mit den Unternehmenspartnern, um deren Know-how ein bisschen kennenzulernen. Dankeschön. Hier noch eine Frage im Q&A-Tool. Ich bin in Theorien zur Partizipation und in der eigenen Erfahrung darauf gestoßen, dass es auf manche Menschen abschreckend wird, wenn Partizipation zu professionell und nach Hochglanz aussieht. Habt ihr solche Erfahrungen auch gemacht? Das ist ein berechtigter Punkt und darüber reden wir auch sehr, sehr oft. Die Frage ist, für wen genau abschreckend? Für die Studenten würde ich sagen, es ist absolut nicht abschreckend, mit folgender Begründung. Und zwar denken wir, dass das einer der größten Denkfehler ist im Vorhinein, wenn man sich denkt, okay, wir haben eine gewisse Anforderung an Leute, die bei uns mitmachen. Das wird doch keiner machen. Und wir haben genau konträre Beobachtungen gemacht. Denn wenn Leute herkommen und sagen, okay, ich habe 10 Stunden pro Monat für euch, dann werden sie keine spannenden Aufgaben machen. Dann wird es nicht darüber hinausgehen, dass sie mal eine kleine Recherche machen, vielleicht Wasser einkaufen gehen für das Event. Wir sagen allerdings bewusst, wir wollen euch eigene Themen geben und eigene Projekte. Und das ist es, woran die Leute wirklich wachsen und wo sie dann sagen, ey, ich konnte jetzt voll aufgehen, ich habe wirklich Verantwortung gehabt für ein großes Thema und ich konnte hier auch was lernen. Und daran glauben wir sehr, sehr fest und das hat sich als sehr gut erwiesen in den letzten 4 Jahren bei uns. So, ich weiß jetzt, was LK heißt, nämlich Lehrkräfte. Hätte ich auch drauf kommen können. Okay. Wir kommen nochmal zu der Frage. Nicht alle Studierenden können fachlich eine solche Professionalisierung leisten. Lehrkräfte auch nur Businessmenschen. Wie können das andere? Okay, das ist auch eine gute Frage, aber ich weiß nicht zu 100%, ob das so stimmt. Also es ist sehr naheliegend, wir aus dem eher Business-Bereich kommen und haben halt super viele Unternehmenspartner, mit denen wir zusammenarbeiten können. Allerdings hat jedes Studium hat irgendwelche Koryphäen auf dem Feld und hat irgendwelche Leute, die sich viel damit beschäftigen. Wenn man beispielsweise, habe ich es richtig verstanden, dass es um Lehramtsstudenten geht, wer sind die besten Lehrer auf dieser Welt? Mit der Frage kann man starten und kann mal durchgucken und einfach mal die Leute in Europa anfragen oder irgendwo in den USA, was passiert da? Das ist auch ein Punkt, der uns aufgefallen ist. Und zwar können wir uns viel, 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 viel mehr trauen. Wenn wir Leute anschreiben, wenn wir gewisse Unternehmenspartner haben wollen, auch Leute, super hohe Tiere, die antworten öfter, als man denkt. Und dementsprechend gibt es auf jedem Gebiet einfach Leute, die super, super fit sind und viel, viel, viel Erfahrung haben, die man da heranziehen kann. Vielen, vielen Dank. Wir sind leider schon am Ende.